Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. Ja, wollen wir heute mal sehen, dass es weitergeht. Und ich sehe gerade ganz in unserer Nähe, da ist wieder so ein verstecktes Zeichen. Das, was wir uns diesmal holen werden. Und zwar in dieser Gestalt. Und mit Sicherheit irgendwo hier am Brückenkopf. Wir müssen ja sehen, dass wir auch langsam ein bisschen vorankommen. Lassen wir uns mal kurz fallen. Da, ich bin hier, ich sehe dich. Da unten. So. Alles klar. Edvendo Ognaf. Okay. Edvendo Ognaf. Vorgebirge von Udun. Eingabeverbesserung. Wir können wieder was verbessern. Das werden wir auch direkt mal machen. Machen. Ja, Eingabe geht nicht. Okay, müssen wir das darüber machen. Waffenverbesserung. Okay. Wir haben schon vier. Oh, guck mal, was wir alles freischalten können. Oh, das haben wir ganz außer Acht gelassen. Terrorisieren, das machen wir mal nicht. Sofortiger Todesstoß. Verringert die benötigte Zeit um einen Boden an. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das dauert immer viel zu lange. Übersprungbetäubung. Ja, das hört sich auch gut an. Dolchhagel. Mal gucken. Nee. Nee. Schulter. Was ist das? Schulterstoß. Sprintangriffe. Da kann ich das Schild mit zerstören. Geil. Das ist ja mal geil. Das mache ich auch auf jeden Fall. So. Was können wir hier denn noch? Schattenangriff. Hä? Was war das? Macht das nochmal? Fernkampf-Todesstoß. Ja, geil. Geister-Todesstoß. Okay. Schleichaufzerrung. Nee. Wir machen den tödlichen Schattenangriff. Genau. So. Schon haben wir neue Fähigkeiten erlangt. Was können wir denn noch machen? Attribute. Oh, wir haben wieder genug Mithril. Und zwar erhöhter Gesundheitshöchstwert. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Und was haben wir da? Wir haben noch Waffen. Den Dolch. Ruhenplatz. Nee. Mit Höchst deines Fokus. Das nehmen wir auch mal. So. Fortschritt. Hauptaufträge. Okay. 9 von 20. Okay, zurück. Dann können wir noch Waffen und Runen. Das ist noch alles gesperrt. Verteidigung gegen Fernangriffe. Was haben wir da denn noch? Was ist das denn? Chance für so einen kritischen Treffer. 5 Munition. Bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu erhalten. Okay. Haben wir den schon angelegt? Haben wir den Rune auswählen? Den haben wir noch gar nicht angelegt gehabt. Was ist das denn? Chance. 21 kritische 5 Munition zu. Den haben wir. Grimmige Entschlossenheit. Nee. Was ist das denn hier? 20%, den nehmen wir. Rune auswählen, so. Schwer, den Bogen. Pfeilhagel, Stufe 6. Aufzehrung der Brandmarkung, aha. Den machen wir mal weg, den Pfeilhagel. Und nehmen dafür. Stellbein, ja. Fokus, ja. Rune auswählen, so. Dann haben wir das ja auch.
Okay, dann kann es weitergehen. Wo gehen wir denn mal als nächstes hin? Ja, da hinten ist gesperrt, das Gelbe. Sind wir hier. Da ist noch ein Artefakt. Laufen wir nochmal zu dem Artefakt. Richtige Richtung? Nein. Richtige Richtung? Ja. So. Da oben werden wir wahrscheinlich schon wieder erwartet. Aber das ist mir auch Lade. Und sieht keiner, weil wir so schnell sind. Sind wir noch richtig? Nein. Ich glaube... Genau. Hier müssen wir runter. Ja, hallo. Warnt sie alle. Aber dann bin ich schon weg. Dann bin ich schon längst weg und über alle Berge. So. Hier ist ein Artefakt. Danke. Bestimmt irgendwo am Griff. Ach da. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht. Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee. Es ist die schlimmste Idee überhaupt. Alles klar. Ja. Haben wir das auch. Da ist ein X. Wer ist das denn? Bluthand. Hallo. So. Weiter geht's. Wollen wir Bluthand mal töten? Gefangenlage. Da ist eine Dolchaufgabe. Wo denn genau? Das ist alles gesperrt. Aber da ist auch ein Machtkampf. Also sprich eine Mutprobe oder wie auch immer sich das schimpft. Und ich glaube, dafür brauchen wir den auch. So, hier mal ruf. Das können wir ja noch nicht machen, oder? Schalte die Dolch-Legende-Fähigkeit Terrorisieren frei. Ich weiß nicht, was das war. Ich muss verschiedene Sachen freischalten. Bleibt weiter. Ist er tot? Ja, er ist tot. So, annehmen. Euer Glückstag! Kommt mit, dann tue ich euch nichts. Aha. Ich würde eher sterben. Dann wirst du wohl sterben müssen. Komm, ich brauche mehr Elbengeschosse. Das muss ausreichen. Den Falschen getroffen. Was jetzt? Ich will das nicht gelöst haben. Ich will dich töten, Kollege. Das reicht! Lauf! Du bist erbärmlich! Komm hoch da! Ja! Wo will er hin? Wo will er hin? Bleib stehen. Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Hier geht's doch bestimmt. Schleicht da jemand umher? Geh doch hoch da.
Och Mensch, ist das ein Kacknoob, ey. Was ein Kacknoob. Da ist er aber noch. Ja. Mutig, was? Bist weggelaufen. Du bist vorhin auch weggelaufen. Nicht gelaufen. Ja! Du bist nicht gegen uns. Wo ist der andere Spinner jetzt hin? Oh Gott. Oh Gott, das ist zu viel. Das ist zu viel des Guten. Hallo, tschüss. Ich muss zu dem Artefakt da hinten. Ich hab's entdeckt. Hopp. Warte, ich rieche etwas. Du riechst hier gar nichts. Wo ist das Artefakt? Ich komme ja auch nicht weiter, ne? Ja. Genau. Vielen Dank. Lauf. Oh, die ist zu. Ich muss hier unbedingt weg. Das ist viel zu viel. Viel zu viel. Guck mal, hier ist alles rot um mich herum. Oh. Das ist nicht gut. Was ist das denn für ein Zeichen? Da gehen wir gleich als nächstes hin. Erstmal weg. Und ich brauche unbedingt Elbengeschosse. Und Heilung. Und einfach alles. Da finde ich... Och Mann. Da finde ich Kraut. Komm, da ist Heilung für mich. Zack. Aber euch schaffe ich. Komm. Euch werde ich doch wohl schaffen. Da kommen gleich noch mehr. Aber bis dahin habe ich wenigstens ein paar Leute tot hier. So, zack die. So, das haben wir glaube ich auch noch nicht gesehen. Die Variante der Hinrichtung. So. Ich töte dich. Oh. Mensch. So, war's das? Nee, oben ist noch einer. Oben ist noch einer, der sich die ganze Zeit Pfeile in den Rücken schießt. So. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich brauche Elbengeschosse. Und hier oben scheint ein Elbengeschoss drauf zu sein. Dankeschön. Gott sei Dank. So. Dann darf es jetzt weitergehen. Hier ist auch irgendwo ein Karagor. Glaube ich. Hoffe ich aber nicht. So, und hier war da oben. So. Rauf mit dir. Ja. So, und was ist denn das hier für ein Zeichen? Blutrache. Okay. Indem du Bafa der Sammler. Wo finde ich dich denn? Der Das ist nicht der Sammler.
Geballte Kraft hat er keine Chance. Das ist auch nicht der Sammler. Jäger schützen Berserker. Sie schaffen aber die Krieger erledigen die echte Arbeit. Innerhalb von 5 Minuten, okay, ist ein zusätzliches Ziel. Aber wenn ich den Sammler gar nicht erst sehe... Oh, spring da doch nicht runter. Du sollst doch übers Seil laufen. Mensch, 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 Mensch. So, ich muss erstmal den Typ hier finden hier. Komm, hoch da. Das muss schneller gehen. Da ist er. Hast Brandwunden. Furcht vor Ghoulen, ja, Grauks. Leidschaden durch Kampftodesstöße. Kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Nur damit. Okay. Dann hoffe ich mal, dass der zu schaffen ist. Immun gegen Fernkampf. Wie soll's auch anders? Wir brauchen eine richtige Schlacht, um der Welt zu zeigen. Vielleicht da jemand. Komm, das muss schnell gehen. Das muss jetzt richtig, richtig schnell gehen. Ja, Bafa, ist gut. Ja, ja, ja. Nix, komm! Nein, 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 ich brauch dich. Komm. So, Gott sei Dank. Oh Mann. Jetzt hab ich. Ja, guck du noch ein bisschen schräger. Die Jagd durch Mordor ist vorbei. Jetzt. Du Schwachlappen, ey. Lauf, 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 lauf. Mensch, kann ich hier nicht irgendwo Karagore irgendwie freischießen? Doch, kann ich. Komm her, mein Freund. So. Und jetzt bist du dran. Nein, nicht den Karagor, du Dussel. Oh nein. Du gehörst mir. Bitte nicht. Jetzt renn einfach. Renn einfach um dein scheißverdammtes Leben. Lass den Karagor das machen. Mann, 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 Mann. So, Gesundheit ist wiederhergestellt. Komm hierher. Ich nehme die ganze Festung hier auseinander, wenn es sein muss. Oh Gott, das sind viel zu viele. Und tschüss. Tschüssi. Tschö mit Ö. So. Da ist nämlich genau noch mehr. Oh Gott. So, fix hier hoch. Los, Karagor. Gib alles.
Los, der Karagor muss es schaffen. Da ist auch der verdammte Hauptmann. Reiß sie auseinander. Ach. Oh, jetzt duckt er sich gerade. Ist der Karagor tot? Bitte nicht. Nein, er lebt noch. Mach ihn platt! Los, Karagor! Schneller muss das gehen. Aua. Warum kommst du nicht näher? Ja, warum kommst du nicht hier hoch? Oh, der Karagor ist tot. Der Karagor ist tot. Scheiße. Oh Mann. Kommt, ja, kommt einfach hoch. Kommt hier einfach hoch. Dann bin ich zufrieden. Ich kann mir nicht um jeden toten Uruk Sorgen machen. Kannst du auch nicht, nein? Ah, sind das viele Leute. Genug gesucht, der Uruk ist tot. Na und? Naja, Leute. Ich würde sagen, ich beende die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und, aber ich hätte gerne noch weiter gekämpft, aber gegen gefühlte 100 Uruks komme ich auch nicht an. Was meinst du mit Bis dahin. Tschüdelü.